Noch Kaffee? Nicht mehr, nein, die schien schon sauber. Gut, dann Wodka und ein Bier, okay? Gern. Da drüben, wo jetzt der Parkplatz ist, das war mal ein Bolzplatz. Ne? Hat die ganze Rasselbande immer nachmittags gekickt. Und ich war der Kleinste, ich musste immer ins Tor. So war das. Und hier? Auf der Ecke hat mein alter Herr mir das Fahrradfahren beigebracht. Ich sage dir, ich weiß nicht, wie oft ich mich da auf die Schnauze gelegt habe. Aber er hat nicht aufgehört. Immer weiter, bis ich eines Tages plötzlich ganz alleine hier langgefahren bin. Ne? Nur gut, das Fahrrad war vielleicht ein bisschen zu groß für mich. Also da haben die ganzen Leute auf der Straße immer gelacht, wenn ich stolz wie Oskar da lang gefahren bin. Lass dich nicht auslachen, mein Vater hat mir gesagt. Aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass die mich auslachen. Ich hatte das Gefühl, die freuen sich. Wann sind Sie dann weg? Irgendwann mitten in der Nacht, da hat mich mein Vater geweckt und gesagt, komm mal mit, mein Junge, auf die Straße. Ich will dir mal was zeigen. Und bin ich mit ihm auf die Straße. Dann hat er mir ein paar Steine in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Hat er sich selber einen Stein genommen und hat diese Scheibe hier eingehauen. So. Genau hier, wo wir jetzt sitzen. Die Straße war voller Menschen und es war stockfinster, nicht so hell wie heute, wo alles leuchtet und blitzt, weil die Leute die Dunkelheit gar nicht mehr ertragen können. Stockfinster. Und die Leute haben alle mit Steinen in die Fenster geschmissen. Und mein Vater hat diesen Laden hier kurz und klein gehauen. Und ich stand da drüben auf der Straße und alles war voller zerbrochenem Glas. Und es brannte und die Straße glitzerte, weil das Feuer so hell war. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich irgendwann anfing zu flennen. Und jetzt rate mal, warum. Warum? Weil ich dachte, bei all den Glasscherben hier kann ich jetzt gar nicht mehr Fahrrad fahren. Zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Gut,
Dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 € bitte. 3,40 € für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Wegen der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Collard kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor 2 Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du 2 Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt wie? Idiotentest. Und wer, glauben Sie, ist damit gemeint? Hm, Idiot. Sie oder ich? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen. Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie man mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust du drauf. Hm? Ich gebe dir einen Tipp. Schneid dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job, so wie es alle machen. Pegida oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger drüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Mhm. Wir haben so ein Tagesangebot. Da gibt's dann für 2 € extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Mhm. Machen wir Sojamilch? Bitte nicht.